Mahlzeit, moin und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die hier auf dem Kanal Gibi. Ja, da sind wir wieder. Ich muss die Kamera mal hier noch ein bisschen besser positionieren. Sieht man meinen Doppelkinn ja gar nicht. So, das geht doch schon mal. Ja, genau. Ist jetzt schon leider ein bisschen her, seitdem wir mal wieder gespielt haben. Die Nacht bricht herein und ja, wer hat Lust, in den Wald zu gehen und was auszubuddeln? Weil wir haben hier noch ein paar Schatzkarten. Da würde ich ja schon gerne mal drauf schauen. Ach, wir haben ja Beete- und Felderblöcke und wollten noch einen Tausammler bauen und eine Werkbank und da fehlen uns noch Sachen für. Aber wir machen jetzt erstmal hier Abenteuermodus ein, würde ich sagen. Ich wollte nochmal eben kurz den Tausammler leer machen. Bevor wir das angehen. So, leerer Tausammler. Achso, der ist leer. Alles klar. Das dauert dann wohl noch ein bisschen. Wir haben Fressen, wir haben Wasser. Das ist gut. Nutzen wir mal. Ein bisschen Wasser trinken. So, wir machen als erstes mal Stefans Schatzkarte. Akzeptieren. Wenn du diese Notiz hast, dann bin ich wahrscheinlich tot oder noch schlimmer, eins von den Monstern. Ich hinterlasse dir diese Karte, die dich zu einem meiner zahlreichen Verstecke führt, wo ich Vorräte vergraben habe. Wenn du es findest, versprich mir, dass du diese Welt damit zu einem besseren Ort machen wirst. Hochachtungsvoll, Stefan. Ja, das hört sich sehr gut an. In 300 Metern, das ist aber gut. Eine Schaufel haben wir. Wir haben auch, glaube ich, schon den Skill am Start, dass wir besser buddeln können. Schatzsucher haben wir nicht. Wir könnten auf dem Weg nochmal ein paar Zombies umnieten. Und den Skill hier nehmen. Dann finden wir noch bessere Sachen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, finde ich. Erstmal Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und vielen Dank für die Kommentare, die ihr da lasst. Mich sehr gefreut. Wie immer natürlich. So, wir müssen ein bisschen auf der Hut sein. Gleich wird es dunkel. So, oh, ja. Den Bereich hier, den haben wir uns schon mal angeschaut. Weiter in diese Richtung sind wir eigentlich noch nicht vorgedrungen. Da ist ein kleines Huhn. Und das hat nicht viel zu tun. Also wird's umgenietet. Ja, bleibt doch stehen. So. Das hat doch ziemlich gut geklappt. Endlich mal wieder was zu essen hier am Start. So, ja, nicht wundern, ich warte noch auf ein Päckchen. Deswegen kann es sein, dass ich gleich Panik entbrannt aus dem Raum stürme. Mal abwarten. So, da ist ein Hoppelhäschen. Da ist, glaube ich, gar nicht mal so viel Fleisch dran. Versuchen es mal. Hat sogar geklappt. Ja, bis jetzt habe ich auch noch nicht einen Zombie gesehen. Wir haben ja hier unsere schöne neue Keule. Beziehungsweise unseren Baseballschläger. Der natürlich super cool ist. So. Ah ja, okay, hier ist so ein kleiner Industriekomplex am Start. Johnson's Warehouse. We're dead. Das sieht so aus, ob es da nicht viel zu holen gibt. Das Gebäude so zerstört ist, sag ich mal. Nichtsdestotrotz sehr interessant natürlich. Ist ja schon wieder ein Huhn, das gibt's ja gar nicht. Oh, habt ihr gesehen, hat so einen kleinen Freudenhüpfer gemacht. So, genug Freude. Da hinten, da kommt ein kleiner Caillou angestapft. Aha, ein Schulbus, das ist sehr gut. Da sind oftmals Bücher drin. Sind natürlich auf alles vorbereitet hier. Unberührter Schulbus. Naja. Ich habe auch noch nie so einen winzigen Schulbus gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist schon sehr klein, oder? So, der Schatz ist gar nicht mehr weit weg. Genau wie unser Level Up. Working Stiff Tools. Ah ja, Forge Ahead. Sehr gut, haben wir jetzt 18 von. Da ist ein Crawler, wo ist Caillou? Caillou!
da. Hat sich gut getan, der Kollege. So, du kriegst erstmal ein bisschen Stacheldraht ins Gesicht und da ist er auch schon kaputt. Und der Kollege auch. Ne, doch nicht. Jetzt aber. Ne, EP fehlen uns nicht mehr viele. Es läuft schon ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich würde schon fast vorschlagen, dass wir, wenn wir den ersten Blutmond überstanden haben, das Spiel mal eine Stufe schwieriger stellen. Ne? Also nach dem Blutmond natürlich. Ne? Ich alter Angsthase, das, aber wir sehen schon, wenn die mit einem Schlag umfallen, dann stellen die auch nicht mehr so eine große Gefahr dar. In der Menge natürlich schon, vor allen Dingen die Hunde und die Militärzombies und alles. Vom Game Stage her sind wir jetzt noch nicht so hoch, glaube ich. Das müsste ich gleich mal eben nachschauen. Pardon, ich nehme hier auf dem Weg noch ein bisschen Holz mit. Und da sehe ich auch schon so einen schönen Gastank. Die bringt immer ganz gut Eisen eigentlich. So, 7-mal Eisen abgestaubt. Kleinen Timmy da mal eben wieder reinlegen. So, nochmal 400. Und jetzt haben wir auch den Skillpunkt am Start, den wir gleich mal für den Schatzsucher verbraten. Weil wir zwei Schatzkarten haben, wir haben ja nicht nur die eine hier, ne? So, Burrita Müll. Fantastisch, das ist ganz gut, dass wir hier so nebenbei alles mal ein bisschen mitnehmen. Jetzt müssen wir hier die Wegkreuzung aufbuddeln, oder? Oder wie sieht's aus? Oha, Vehicles. Sehr geil. Brauchen wir, wenn das Minimotorrad mal bauen möchten irgendwann. So, hier ist noch sehr viel Holz. Tut mir leid, das kann ich nicht liegen lassen. Ja, ich habe auch vermehrt gelesen, dass euch das Let's Play sehr gut gefällt. Dass ihr meine Stimme angenehm findet. Das freut mich ungemein. Oh, da ist noch ein Zombie. Der darf gleich nicht in unser Loch reinpumpen. So. War schön mit dir. Alles mal so ein bisschen scannen hier die Umgebung. Gun Engineer. So. Pardon, ich bin so ein bisschen angeschlagen vom Hals her irgendwie. So, Working Stiff Tools. Ja komm, gucken wir nochmal eben rein, bevor wir es gleich vergessen. Ne, wir wollen uns ja nichts nachsagen lassen hier. Ah ja, Forge Ahead. Sehr gut. Eins noch, dann haben wir 20. Hallöchen, Caillou. Ah? Wie geht's denn so? Oh, da ist sie, die Gebärter. Oh, der Caillou, der lebt ja immer noch. Ist ja unglaublich. Oh, Bertha kommt auf mich zu. Und das Mariechen. So. Zack, 750. Boah, ich möchte da gar nicht jetzt unter den Rock gucken. Das sieht aber sehr interessant aus hier. Zwei Dietriche, nice. Hier gucken wir gleich sofort mal rein, nachdem wir den Schatz ausgebuddelt haben. Nee. So machen wir das, ne? Ich habe hier mal eben ganz kurz die Pistole am Start. Weil da können Zombies spawnen, wenn wir jetzt hier am Graben sind. Begib dich zum Sammelpunkt, starte die Quest. Ach so, das ist hier eine Quest. Ach so. Ach so, da hinten ist der Schatz. Oh. Ja, das lief ja immer wieder wunderbar. Dann werden wir das hier eben kurz machen. Dann werden wir das hier eben kurz machen und dann den Schatz ausgraben, mitten in der Nacht. Tiefen Finsterwald. Ist natürlich perfekt. Aber gut. Machst du nix. Oh, jetzt ist die dicke Bertha wieder am Leben. Ja, er kann aber auch schnell rennen. Die ist nicht so leicht umzuhauen. Das geht so gerade noch eben. Ich frage mich hier gerade, ist das jetzt auch wieder respawned? Unberührt. Ja gut, dann cheaten wir uns hier mal wieder einen ab, wa? Forge Ahead. Arbeitsstation Blasebalg freigeschaltet. Nice. Die Feuereffekte von Brandwaffen und Fackel-Molotow-Cocktails brennen 10% länger. Das ist schön. Haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht, aber
Ist auf jeden Fall nice to have. Hoi, ja, da kriegen wir auch nur Pflanzenfasern raus. So, los geht's, meine Lieben. Erstmal nichts Spannendes. Bruchsand. Das ist, glaube ich, Concrete ist Zement, ne? Ja, müsste. So. Also von der Keule bin ich jetzt schon total begeistert. Da ist die Kuriertasche. Ja, Quest abgeschlossen, das war's. Ciao. Wow, och nee. Alter Schwede, wie ich die hasse, diese... Boah. Vor dem haben wir jetzt aber ein bisschen erschreckt. Und wir haben tatsächlich auch was gebrochen. Ne, das ist ja gar nicht mal so gut. So, ich muss den Piep mal zu looten, da sind viele Federn dran. 13 Stück, das ist ja geil. Oh. Oh ne, ne, ne. Ne, ne, wir haben die Tasche, das machen wir jetzt nicht hier. Wir gehen jetzt den Schatz ausbullen. Nicht, dass wir hier jedes Mal vom Plan abweichen. Kann's ja auch nicht sein. Außerdem sind wir ja sonst auch wieder total überladen hier. Wo soll der Schatz denn sein? Das ist ein gutes Stück. Das ist ein gutes Stück weit weg. Aber macht ja nichts. Kleine Nachtwanderung ist auch mal ganz interessant. So, oh, da ist ein Reh. Naja, das ist mir jetzt. Das ist jetzt zu weit weg, ne? Das muss mir schon entgegenlaufen und sich am besten selber filetieren. So wie das da. Das ist ein sehr guter Kollege. Oh, sogar getroffen. Ach, da bist du. Kleiner Freund. Hier ist einiges los nachts. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich finde unser Messer übrigens super. So, wir leveln ganz gut. Nachts ist natürlich immer so ein bisschen... bisschen unheimlich hier, ne? Oh ne, da ist ein Crawler. Ein Spinnenzombie oder wie sie heißen. Die sind ein bisschen gruselig. Möchten wir jetzt nicht unbedingt in die Arme laufen. Ich verwende nochmal eben so einen Verband hier. Einfach für die Heilung. Hallo. Ein kleiner. Oh ne, oh Schlange. Schlangenalarm. Ist weg. Oh, das. Taylor Manor. Es gibt übrigens auf Netflix eine richtig coole Serie, die heißt Spuk im Hill House. Kann ich sehr empfehlen. Fällt mir dazu ein. Die ist sehr empfehlenswert für alle, die auf Horror stehen. Ups. So. Wollte gerade schon sagen, wir sind wieder überladen, oder wie? So, es ist ganz gut, dass wir hier mal die ganzen Müllhaufen mitnehmen. Das lohnt sich nämlich für uns. Habt ihr es auch gesehen da hinten? Da ist ein Polizeiauto am Start. Da hinten ist Digby, der dicke Pimmelkopf. Der darf uns jetzt nicht hören hier. Die werden uns vermutlich aber hören. Wir machen mal hier einen auf Schleichbär. Sieht nicht gut aus, Kollegen. Sieht nicht gut aus. Nee, jetzt höre ich schon seine hässlichen Schritte. Das wäre es ja. Oh nein, eine Sekunde vorher. Ach komm doch, das ist doch unglaublich, ist das hier. Das finde ich doch nie wieder hier. Blöde. Wegpunkt speichern. Machen wir mal ein X hin. Auto P für Polizei. So. Haben wir uns mal markiert auf der Map. So, wir müssen hier lang. Ab in den Vault. Die Sachen, die hier drunter liegen unter diesen Rohren, sind manchmal echt ganz gut. Naja,
Manchmal liegt da aber auch eine Tasche oder ziemlich viel Zeug. Oh ja, mein Paket ist da. Ein Moment. Schön, wir leben noch, das ist gut. Ich hätte vielleicht mal Escape drücken können. Hier versammeln sich gerade die Zombies um uns herum. Aber alles noch relativ entspannt. So, wir gehen jetzt hier in Richtung des vergrabenen Schatzes. Ja, ist natürlich auch gar nicht unheimlich hier so nachts im Wald, ne? Ey, auf mein Abendessen zu essen. Sag mal, hackt's oder bad? Geht ja mal gar nicht. Ist mein Essen. Jetzt prügel ich mich hier schon mit den Zombies um mein Essen. Ist ja. Der Sack, der hat schon genascht davon. Ist das jetzt kontaminiert? Nee, ne? Nee, so weit denkt das Spiel nicht, oder? So, die Pappkartons in der Wildnis, die sind immer sehr gut eigentlich. Habe ich festgestellt im Vergleich zu den normalen. Da ist immer sehr viel drin. Für die Leute, die hier irgendwo im Wald eine Hütte gebaut haben oder so. Wo ich auch Bock drauf hätte irgendwie. Mit euch zusammen. So, ein bisschen Holz. Hätte ja sein können, dass wir Honig finden. Ein paar Federn. So, da ist auch, glaube ich, schon dieses Militär-Gebäude-Ding. Naja. Erstmal einen Schluck Kaffee. Na? Unibert, alles klar? Boah, da haben wir richtig viele Steaks. Das lohnt sich schon, wenn wir mal hier ab und zu so einen Spaziergang machen, finde ich. Das ist auch relativ entschleunigend, sag ich mal. Ja. Chrysanthemen, naja. Ein paar Federn, was haben wir hier? Oh, Plastik. Stimmt, wir brauchen Plastik. Unbedingt für den Tausammler. Ganz wichtig. So, wir müssen hier dran vorbei. Das ist ein Militärstützpunkt und da ist immer sehr, sehr, sehr viel Munition drin. Das ist auf jeden Fall auch mal ein Ding, was wir machen können. Sind hier auch, glaube ich, schon mal lang gefahren. Aber wir sind noch... Oh, was geht denn bei dir? Wir sind noch ein bisschen zu schwach dafür. Oh. Hat sich ja gelohnt. Der Schlag in die Fresse. Ah, geil. Perfekt. So. Mal eben gucken. Es gibt hier nämlich... Da oben ist ein... Oh, 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 oh. Böse, böse, böse. Ja, genau so sehe ich beim Sport auch immer aus. Die sind aber relativ flink, die Kollegen. Bing bang. Zack. Ach man. Immer diese Ausdauer-Fails hier. Muss nochmal eben verbinden. Sonst wieder alle nix. So, wir können nämlich da hochklettern. Da ist ein Loch von oben in den Container rein. Und der ist voller Munition, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das wollte ich. Oh nee. Nicht schon wieder eine. Nicht schon wieder eine Schlange. Oh, nachts sind die doch ein bisschen gefährlich, ey. Da ist die Schlange. Die alte Springnatter. Ja, ist ein Fleisch für uns. Sehr gut. So, wir müssen jetzt irgendwie schnell da drauf kommen. Beziehungsweise da rein. Natürlich. Oh, nice. Eine Pumpgun Level 3. Schön. Wir bahnen uns hier mal einen Weg rein. Oder auch nicht. Man kommt hier doch irgendwie drauf. Irgendwie kam man hier drauf. Wir kriegen das schon hin, mein Mann. Keine Panik. Gibi macht das schon. So, jetzt wie bei Minecraft so ein bisschen hier. Bau-Action am Start. Zack. Und sind wir drin. So,
So, da ist nämlich ein Loch hier. Und ihr seht es schon, da ist Munition. Die brauche ich. Schon wieder eine Springnatter. Die kommt hier nicht hoch, oder? Die kann nicht so gut springen, das kann die nicht. Das geht nicht. So, da sehe ich Kollege Helmchen. Der gute alte Helmbert. Sonst ist auch keiner da drin aufgewacht, oder? Das war doch mal ein sauberer Schuss, wa? Oh, jetzt kommt der Dicke auch noch. Ich hoffe, die Kugeln, die ich jetzt hier verbrate, die lohnen sich. Brauchen unbedingt einen Schalldämpfer. So, rein da. Yo. 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 Geil. Endlich mal wieder ein paar Eisenpfeile. Und Bolzen. Boah, ich kann kotzen. Ich habe so viele davon, ey. Kein Mensch braucht die Dinger. Ein bisschen Angst gerade hier drin. Oh nice, Kopfmagazin. Ein Süppchen, hauen wir uns direkt mal rein. Das nehmen wir auch mal mit. Natürlich nehmen wir das mit. So, Militärregal. Ein Jagdmesser, Handgun, Magazine. Zwei Stück sogar. Qualität 4 Pistole freigeschaltet. Fantastisch. Nicoles Schatzkarte. Oh, so langsam werden wir aber zum Schatzjäger hier, wa? Super Sniper, paar Schrotkugeln. Level 4, cool, cool. Dann brauchen wir sie nicht bauen, sehr gut. Hier haben wir gefütterte Kapuze und gefütterter Brustpanzer. Ja, also meines Erachtens hat sich das jetzt wohl gelohnt. Ja. Ich finde schon. So, wir sind, ja, natürlich sind wir überladen. Was auch sonst. Ja, mal weg mit dem Papier. Kapuze zerlegen. 38 Stofffetzen, das ist aber sehr gut. Ja, super. Jagdmesser zerlegen, wir haben ja zwei davon. Moment mal, zu Hause haben wir auch noch eins, wir zerlegen das hier auch. Einmal Kaffeepulver kannst du dir schenken, blöden Tannenzapfen. Was soll ich denn damit? So, da kriegen wir Eisen raus, das ist sehr gut. So, wir machen uns mal hier vom AG. Eben gucken, ob wir in den anderen auch reinkommen. Wir könnten die Leiter nehmen und dann kommen wir da, glaube ich, sogar rein. Weil da ist ein Loch. Aua. Wir müssen, glaube ich, hier nur ein bisschen vorsichtig vorgehen. Na, lässt du mich wohl da rein? Ach, da ist ja der alte Sackbär. Bing-Bong. Dann ist der auch kaputt. So, bitte gib mir Munition. Ja, jawoll. Dreifach-Taschenmod für Rüstung, meine lieben Freunde. Also, das ist ja mal super. Da haben wir Munition. Ha, geil. Klasse. Maiskolben. Moment mal, was will ich denn damit? Weg damit. So. Sonst ist hier erstmal nichts, aber wir haben ein paar Kügelchen gefunden. So, lass mich mal eben hier raus. Oh, dieser dämliche Stacheldraht, ey, ganz ehrlich. So, und weg. Und wir können abbauen. Auf zum Schatz. Irgendwo auf dieser Welt habe ich einen Schatz versteckt. Ja, ich könnte jetzt das Fahrrad rausholen, aber ich fühle mich ein bisschen unwohl mit den Gedanken. Sitzt da ein Zombie auf dem Sitz? Ne. Schwarzes Coupé. Oje, Mine. So, benutzen. Gut, zwei Reparaturkits on top. Das ist doch die Gönnung in Ekstase hier.
Vor allem eine Dreifachtaschenmod. Können wir den schon benutzen eigentlich? Für Rüstung, sagt er, ne? Das ist ein Brustpanzer, das ist ein Kampfanzug. Verändern, ne. Hier geht er nicht dran. Für Rüstungsteile. Ein Staubmantel ist keine Rüstung, wa? Das war ja alles scheiße hier. Gefütterter Handschuh, einmal Mod. Patronengut, Patronengut. Verändern. Hat nur einen Slot. Gucken wir zu Hause mal. Gucken wir zu Hause mal. Lass uns da was Schönes zusammenstellen. Oh, wir sind da. Klasse. Ja, ich mache das immer ganz gerne, dass ich mich hier in die Mitte stelle und dann einfach nach unten buddel ein bisschen. Oh, ich hasse es. Ich mag das nicht. Wir werden mal das so machen. Einfach, dass wir die Pistole griffbereit haben gleich, wenn die Zombies kommen. Oh Mann, das dauert ja doch ein bisschen, wa? Das Schöne ist, der Radius, der sinkt auch, je weiter wir hier buddeln. Da haben wir ein schönes viereckiges Loch ausgehoben erstmal. Das geht, aber war schon mal schlimmer. Ich hatte auch mal eine Schatzkarte, die hat mich ins Schneegebiet geführt. Da kommen da ganz viele Zombies, am besten noch ein Leopard um die Ecke und dann kannst du dich schon mal verabschieden. Wenn da steht, der Radius sinkt, dann spawnen Zombies und dann muss ich hier ganz schnell raushüpfen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, was der Gibi hier wieder macht, ne. Habe ich jetzt noch Zeit für einen Schluck Kaffee, oder? Ach so, okay. Oder ist das nur bei Quests, dass hier dann Zombies spawnen? Kann natürlich sein, ne? Aber wir graben mal weiter. Bei der Runde. Der hat aber ganz schön tief gebuddelt, Kollege. Problem ist, wir hören die Zombies nicht. Da kann gleich ein Jumpscare geben. Sage ich euch, wie es ist. Ja, Mahlzeit, moin. Da kommt direkt eine ganze Wanderhorde. Das ist gar nicht gut. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Oh nein, die kommen auf mich zu. Muss mal eben warten, bis sie vorbeigezogen sind. Das habt ihr auch noch nicht erlebt, wa? Gibi mitten im Wald, in so einem Schützengraben. Wartet, bis die Zombie-Horde vorbeigezogen ist. Ich glaube, die sind... Die gehen gerade über den Zebrastreifen. Aber cool, dass hier alle so hintereinander gehen. Ist da irgendwie so ein Papa-Zombie und die anderen Zombies laufen dann wie so eine Horde Enten hinterher? Interessant. Nächste Frage, wo wollen die überhaupt hin? Haben die ein Ziel oder? Ja, die wollen zu Big Buns. Mal richtig einen heben. So, können wir weitermachen. Das bringt uns sehr gut Leben hier alles. Das ist sehr erfreulich. Ich glaube, von der Höhe her sollte das schon passen. Komm, ich muss mich jetzt nur mal gerade orientieren, wo wir jetzt am besten hinbuddeln. Ich würde mal sagen, hier in die Richtung. Und dann hoffe ich doch sehr, dass da gutes Zeug drin ist. Oh ne, die Ausdauer. Die ist schon wieder weg. Können wir was essen nehmen. Haben wir einen besseren Ausdauerboost. So, das müsste auch schon reichen. Wir sind ja auch schon eine ganze Zeit hier am Rumlatschen, ne?
langsam müsste sich der Kreis auch mal wieder einkringeln. Hier ist alles nur super. Kreis ist noch kleiner geworden. Hallo. Okay. Kein Interesse. Dann eben nicht. So, wir fahren mal hier und gucken mal. Aber es ist ja auch ganz förderlich eigentlich, ne? Kriegen wir schön Leben dazu. Das Ding ist halt, man weiß nie genau immer, wo man buddeln muss. Das ist halt echt immer scheiße. So, wir machen hier mal ein Abstecherchen. Ich glaube, von der Höhe sind wir aber tief genug auf jeden Fall. So. Müsste eigentlich gleich in Sicht sein. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht so wild umherbuddel, dass ich gleich selber den Überblick verliere. Wir müssen mal hier lang buddeln und dann versuche ich mal, um unseren Einstieg herum zu buddeln, ohne den Einstieg selber kaputt zu machen, weil ich vermute, dass es da wohl liegt, das Paket. An unserem schönen Aufgang hier. Der Radius ist noch kleiner geworden, alles klar. Hallo. Ich habe Angst, wenn ich den Kreis verlasse, dass... Okay, passiert nichts. Tachchen. Ups. Du bist aber weit geflogen. Gute Aerodynamik. So. Ja, wahrscheinlich hier irgendwie... Boah, ganz ehrlich, ey, ich weiß es nicht. Müssen wir einfach mal rumprobieren hier. Einfach mal irgendwo hin. Naja, früher oder später müssen wir sie ja finden. Ne? Wenn der Kreis so klein ist. Ja, die haben es aber auf jeden Fall gut versteckt. Ist mir auch schon mal passiert, dass ich die Kiste gefunden habe und dann trotzdem weitergebuddelt habe, einfach weil ich es nicht gesehen habe. Mhm. In die Richtung. Ich bin doof, dass man diesen Radius hier von unten nicht einsehen kann. So muss ich immer rausgehen und gucken, wo der ungefähr ist. Du näherst dich dem Schatz, das ist aber schön. Das ist aber nett, dass ihr mir hier so ein bisschen Hilfestellung gibt. Ja, ja. Mein Kaffee wird kalt. Ich kann nicht aufhören zu graben. Ja, oder? Geht das? Ja. Das funktioniert auf jeden Fall. Ah ja, der muss hier irgendwo sein. Versuchen wir es hier mal. Meine Güte, der letzte Schaufelhieb, den ich hier mache, ne? Da ist der Schatz bestimmt. Ich schwör's euch. Du näherst dich dem Schatz. Schön. Toll. Ja, wenigstens haben wir dann 1000 Leben auf der Tasche, wa? Mama mia. Also, wenn einer von euch Tipps hat, was die Schatzsuche angeht, gerne mal einen Kommentar da lassen. Ich buddel mir hier einen ab. Okay. Der scheint dann hier zu liegen. Oh Manometer. Hm.
Kann sich nur noch um Stunden handeln. Kann sich nur noch um Stunden handeln, meine Lieben. Ne, Quatsch, wir sind ganz kurz davor. Ich spüre das. Mein Näschen juckt, der muss hier sein. Mensch, die Ausdauer, die hat sich aber auch schon mal schneller aufgefüllt, wa? Obwohl hier gerade nichts ist, was ich jetzt wegtun möchte, beziehungsweise könnte. Das Spiel denkt auch, was ein Doofen. Was ein Doofen, der kriegt da nicht hin. Also, ich glaube, wir brauchen uns dann keine Sorgen mehr um Leben machen. Über 1000. Mama mia. Uff. Uff, uff, uff. Ach, na endlich. Jetzt ist sie noch verschlossen, hast du da noch Töne? Jetzt ist das verkackte Ding noch verschlossen. Das haue ich jetzt kaputt, das sage ich euch. Auch wenn das Ding 100.000 Lebenspunkte hat. Das haue ich jetzt kaputt. Das sind ja doch schon sehr, sehr viele Punkte, ne? Sag mal, warum machen die denn hier eine Truhe und dann verschließen die Truhe noch, sag mal? Jetzt werde ich auch noch von Zombies belästigt, oder was? Ah, Mann. Ist das doof, ey. Ist das ärgerlich. Ja, meine Lieben, ich denke, wir werden sowieso nochmal irgendwie da zu dem Händler da hinten hinfahren. Und wenn wir das machen, dann nehmen wir Dietrich mit und dann haben wir hier direkt unsere Truhe, die wir aufschließen können, ne? Oh, da kommt die Wanderhorde, wir müssen weg. Meine Lieben, dann würde ich die Folge jetzt an der Stelle auch beenden. Glaube ich. Ja. Ich werde hier mal nach Hause gehen und wir sehen uns dann, wenn ich wieder zu Hause angekommen bin, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, tut mir jetzt leid mit der Kiste. Also ich wusste jetzt auch nicht, dass das blöde Ding da abgeschlossen ist. Genau wie bei Karls Cars, da wartet auch noch eine abgeschlossene Kiste auf uns. Aber wir haben einfach keine Dietriche. Ja. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Euer Gibi. Bis dahin. Ciao.